Hallo und herzlich willkommen zur Trippelsaison mit Jan Ulrich beim Radsportmanager. 2019 sind wir jetzt ja schon angekommen. Wie wir sehen, wir haben die 2 als rosa markiert. Das ist quasi für den Giro d'Italia. Die 0 als gelbes Trikot für die Tour de France. Und die rote 1 steht für die Vuelta a España. Und da es so ein bisschen Schwarz-Rot-Gold ergibt, habe ich hinten nochmal die 9 schwarz gelassen. Da Ulle ja doch durchaus aus Deutschland kommt. Wir starten dieses Jahr bei allen 3 großen Rundfahrten, haben jetzt ja quasi gerade auch schon die Tour de Romandie hinter uns gebracht. Und jetzt geht's ins Abenteuer nach Italien. Habe jetzt mal eine kleine Info-Folge geplant, an deren Ende wir dann auch den Prolog fahren werden. Das ist ja ein Teamzeitfahren beim Giro d'Italia. Dort werden wir an den Start gehen, mal schauen, ob wir dort vielleicht ja mit unserem Team schon ganz vorne landen können. Wir werden uns jetzt erstmal die Profile einzeln anschauen. Das wird gleich weitergehen in so einer kleinen Slideshow. Und dann schauen wir uns die Profile an und hoffen mal, dass wir vielleicht nicht zu spät in Form kommen. Und jetzt geht es dann auch gleich los. Wir sehen, von San Lorenzo al Mare nach San Remo geht das Teamzeitfahren nicht besonders lang. Wir haben jetzt auch nicht das perfekte Zeitfahrteam am Start, aber ich denke mal schon, dass wir vorne landen werden. Wir werden auf jeden Fall nicht viel Zeit verlieren. Also das sollte eigentlich ganz gut klappen. Aber ich denke auch, dass wir eigentlich hinten raus erst unsere Stärken spielen lassen werden. So ab der zweiten, dritten Woche, da geht der Giro d'Italia auch in seine entscheidende Phase. Die zweite Etappe ist auch noch eher flach, wie wir gleich sehen werden. Die geht von Albenga nach Genova. Da sind dann so erste kleine Hügel schon mal drin. Da sehen wir auch eine Bergwertung. Also die Ausreißergruppe wird sich da auf jeden Fall das Trikot sichern. Aber dennoch mal was für Sprinter. Wir schauen uns natürlich auch gleich noch an, wer denn alles am Start sein wird, wer unsere Konkurrenz ist. Da sind wir natürlich sehr gespannt, wer uns denn im Weg stehen wird für unser ganz, ganz großes Ziel. Unsere Teamkollegen werden uns natürlich unterstützen. Ich weiß gar nicht, ob wir als Teamkapitän überhaupt ins Rennen gehen. Formolo ist auch am Start. Die dritte Etappe wird von Rapallo nach Sestre Levante gehen. Da sehen wir, da geht es schon ordentlich bergauf. Allerdings in der entscheidenden Phase vor dem Ziel ist es schon nochmal eine ordentliche Abfahrt. Deswegen denke ich mal, dass da vielleicht so Fahrer mit einer guten Beschleunigung vielleicht ganz weit vorne landen werden. Das kann natürlich durchaus sein, da die Sprinter vielleicht vorher abgehängt werden. Hängt natürlich vom Rennverlauf ab, von der Renngeschwindigkeit, aber immer noch kein Terrain für Ulle. Da werden wir uns zurückhalten und einfach versuchen, mit der Gruppe mitzufahren. Dann geht es weiter, die vierte Etappe von Chiavari nach La Spezia. Das ist schon etwas, wo wir vielleicht Probleme bekommen können. Wir haben ja den Giro d'Italia durchaus schon mal in den Beinen gehabt, 2017. Und haben wir auf diesen hügeligen Etappen, wenn auch nicht in Bestform, muss man natürlich dazu sagen, durchaus immer wieder unsere Probleme gehabt. Da wurden wir häufiger mal abgehängt und haben Zeit verloren. Wir haben jetzt natürlich nochmal deutlich höhere Werte. Wir wissen, wie wir unsere Fitness einstellen müssen. Und ich denke mal, dass das ganz gut werden kann, obwohl wir diese Etappen natürlich überstehen müssen. Die war jetzt nicht relativ lang. Dann aber auf der fünften Etappe, da wird es uns langsam entgegenkommen. Da geht es von La Spezia nach Abetone. Und das ist die erste Bergankunft. Wer dort vorne ist, denke ich mal, holt sich das rosa Trikot. Da werden dann auch die Favoriten schon ihre Muskeln spielen lassen. Wir sehen schon ein relativ langer Schlussanstieg. Die Etappe ist aber nicht allzu lang. Wir haben einen Bergwert von 83 inzwischen. Ich denke mal, wir werden als Favorit ins Rennen gehen. Formolo hat auch eine 83. Natürlich wieder mal der Feind im eigenen Team. Aber es gibt ein langes Zeitfahren später. Das werden wir auch noch sehen. So, jetzt geht es von Montecatini Terme nach Castiglione della Pescaia. Wieder ein relativ flaches Profil. Ein typisches Ausreißer. Profil, sogenannte Übergangsetappen bis zu den nächsten Bergankünften, wobei es jetzt generell die nächsten 7-8 Tage erstmal relativ flach zugeht. Es gibt dann, glaube ich, noch eine Bergankunft, ansonsten wird es doch erstmal ein hügeliges Terrain bleiben und da liegen eben unsere Probleme, gerade auf der nächsten Etappe hier von Grosseto nach Fiuggi. Das ist ja unsere bisschen Horror-Etappe, die geht erstens mal extrem lang, weit über 200 Kilometer, das ist für unseren Ausdauerwert überhaupt nicht gut. Und es gibt natürlich keine wirklich langen Berge, sondern man muss explosiv sein, das ist was von die Pascheure, aber auch eben andere Etappenfahrer, die da durchaus bessere Werte haben als wir. Aber wir werden versuchen, dran zu bleiben. Ulle wird dann schon in besserer Form sein, natürlich immer noch nicht bei 100%. Das wird dann erst auf den nächsten Etappen passieren. Dafür können wir dann vielleicht wieder Zeit gut machen von Fiuggi nach Campitello Matese. Das ist natürlich wieder eine Bergankunft. Ich erinnere mich, das ist die Etappe, wo ich mich letztes Mal tierisch geärgert habe, weil da trotz schlechterer Form einfach viel, viel mehr drin war. Aber wir sind, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden damals auf der Etappe. Das war so aber Anfang vom Ende. Danach ging es für uns eigentlich nur noch bergab und dann konnten wir bei den restlichen Bergetappen gar nicht mehr mithalten, obwohl das Profil sehr schön sein wird. Also es gibt einige richtig coole Etappen, unter anderem ja auch so eine Kiesstrecke,
die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat zu fahren. Aber wie gesagt, mit schlechter Form macht das Spiel auch weniger Spaß. In der nächsten Etappe geht es von Benevento nach San Giorgio del Sannio, wenn ich das richtig sehe. Das ist auch wieder eine hügelige Etappe, die auch wieder sehr, sehr lang ist. Also wieder ein tödliches Profil für uns. Aber wie gesagt, wir haben das ja auch bei der Tour de France und bei der Vuelta jetzt, gerade bei der, aber eher bei der Tour de France, relativ gut hinbekommen, muss man sagen, dass wir da, wenn auch häufig knapp dran geblieben sind. Wie gesagt, hängt auch immer von der Konkurrenz ab, wie stark die am Hügel sind. Aber ich denke mal, wir können mithalten. Civitanova Marche nach Forlì, typische Sprinter-Etappe. Ich denke mal, da wird nicht allzu viel passieren. 195 Kilometer lang, wenn ich das richtig sehe. Da werden wir uns vornehm zurückhalten und Kräfte sparen, weil es geht dann natürlich auch bald wieder in die Berge. Die nächste Etappe wird ziemlich hügelig sein, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir werden dann ja vielleicht schon im rosa Trikot sein, wenn alles perfekt läuft. Und wie gesagt, wir dürfen das lange Zeitfahren nicht vergessen. Das ist wie gemacht für uns. Hier sind wir jetzt 153 Kilometer lang von Forlì nach Imola. Und das endet auch quasi auf der Rennstrecke, wie man sieht. Autodromo Enzo Ferrari. Das ist quasi da die Rennstrecke, die man auch von der Formel 1 kennt. Da endet die Etappe. Allerdings glaube ich hier grafisch nicht so umgesetzt, dass man es erkennen würde. Wäre auch ein bisschen viel verlangt. Aber trotzdem. Ganz schön. Wäre ganz nett, wenn man es erkennen würde. Also relativ hügelig, dann auch ein Rundkurs hinten raus, wie man sieht, aber auch kein allzu großes Problem. Die nächste Etappe startet dann wieder in Imola und geht nach Vicenza. Da gibt es kurz vorm Ziel wieder ein paar Hügel und eben auch eine steigende Zielankunft. Nicht unbedingt wie vor uns gemacht. Ich sag's wahrscheinlich jetzt zum 100. Mal, aber da müssen wir einfach dranbleiben. Ich hoffe mal, dass wir nicht allzu viel Zeit bei solchen Etappen verlieren werden. Gerade gegenüber der direkten Konkurrenz, solche Pancheure können ja durchaus da uns abhängen, die werden an den langen Anstiegen dafür was verlieren. Aber das Profil des Giro d'Italias ist schon sehr fordernd und das hier ist natürlich, flacher geht's nicht. Also von Montecchio Maggiore nach Jesolo, typisches Sprinter-Ding. Allerdings haben wir ja schon häufig erlebt, dass die Sprinter so ein, zwei Minuten manchmal ins Ziel retten und dann durchkommen, weil sich die Teams dahinter durchaus verschätzen. Kommt immer darauf an, wie viele Sprinter-Teams auch Interesse haben oder wie viele auch noch Kraft haben und wie viele vor allem auch Gesamtklassementsfahrer haben, die sie eben auch bei den Bergetappen schützen müssen. Und da wird eben dann häufig auch mal Kraft verloren. Jetzt müsste bald doch mal das Zeitfahren kommen und da haben wir es auch. Das ist nämlich unser großes Ding von Treviso nach Valdobbiadene. Da gibt es drei Zwischenzeiten, das ist relativ hügelig und es geht fast 60 Kilometer. Also das ist unsere große Stärke. Da können wir, ach, ich weiß nicht, wie viele Minuten auf Fahrer wie Formolo zum Beispiel gut machen, der ja nur einen relativ niedrigen Zeitfahrwert hat. Ich weiß es gar nicht mehr, 69 war es, glaube ich. Also da können wir 4, 5, 6 Minuten gut machen auf einige direkte Konkurrenten. So, von Marostica nach Madonna di Campiglio. Madonna di Campiglio kennt man, typischer Wintersportort. Deswegen gibt es da auch eine Bergankunft und dann beginnt quasi die entscheidende Phase. Mit dem Zeitfahren eigentlich schon beginnt die entscheidende Phase. Jetzt geht es tierisch in die Berge rein. Da werden wir unsere Stärken ausspielen und auch in absoluter Topform sein. Da haben wir ja den Formwert schon hinausgerichtet. Da wird die Ermüdung dann allerdings schon so bei 20% sein. Richtung Tour de France ist das natürlich schon relativ viel. Das versuchen wir dann wieder runterzufahren. Am nächsten Tag, da wird, glaube ich, am vorletzten Berg schon einiges entschieden. An die Etappe kann ich mich noch gut erinnern. Da waren wir am vorletzten Berg noch relativ gut und sind dann hinten raus ziemlich eingebrochen. Von Pinzolo nach Aprica geht es eigentlich immer nur bergauf, bergab. Was anderes gibt es eigentlich nicht dazwischen. Der Schlussanstieg ist nicht sonderlich steil, das wissen wir auch noch. Deswegen müsste man quasi am vorletzten Berg schon attackieren, beziehungsweise das Tempo hochhalten. Allerdings auch nicht zu viel, weil man dann doch noch 20 Kilometer wahrscheinlich alleine ins Ziel fahren müsste. Das ist zu viel, gerade wenn die Konkurrenz sich hinten zusammenschließt. Dann, also mehr Überführungsetappe geht ja gar nicht. Von Tirano nach Lugano geht es dann in die Schweiz rüber, anscheinend in die Schweiz, genau. Deswegen ist unten auch die Flagge eingeblendet. Das ist so, das gewinnen die Ausreißer, würde ich mal sagen. Da haben die Sprinter sind müde, die Ausreißer können sich 15 Minuten Vorsprung rausfahren und im Endeffekt sind alle glücklich, weil, wenn keiner stürzt, dass die Etappe einfach nur rum ist. Denn am nächsten Tag geht es dann direkt wieder in die Berge, beziehungsweise es gibt erstmal ordentlich Vorgeplänkel von Melide nach Verbania. Da geht es dann auch erstmal flach, bis es in den entscheidenden Berg reingeht. Und dann gibt es aber auch nochmal eine steile Abfahrt. Und man sieht es selbst im Berg, gibt es dann nochmal eine kleine Abfahrt und dann geht es wieder bergauf. Also relativ schwierig, sich die Kräfte dort einzuteilen. Aber auch eine Etappe, die natürlich nochmal ein, zwei Minütchen bringen kann, wenn man sich richtig anstellt. Oder eben, wenn man sich falsch anstellt, ins Negative. Die nächsten beiden Etappen bringen dann aber die Entscheidung.
Die schauen wir uns nämlich jetzt gleich an. Da sehen wir Gravellona, Doce nach Cervinia. Da sehen wir drei Berge quasi auf den letzten 100 Kilometern und die Etappe ist sehr, sehr lang. Also der Ausdauerwert wird auch eine Rolle spielen, der bei uns ja inzwischen sich auch etwas verbessert hat, aber der Konkurrenz immer noch unterlegen ist. Aber ich denke mal, dass wir bis dahin durchaus schon in Rosa fahren sollten. Ich denke sowieso, dass wir als Favorit ins Rennen gehen. Ich habe mir die Konkurrenz jetzt noch gar nicht genau angeschaut. Das werden wir jetzt gleich machen. Da habe ich noch mal einen kleinen Screenshot gemacht vom Start und wie gesagt, dann gehen wir auch direkt ins Rennen rein danach. Das ist jetzt die vorletzte Etappe von Saint-Vincent nach Sestriere. Auch wieder ein Wintersportort, den man sehr gut kennt und man sieht diesen Anstieg, den vorletzten quasi des Giro d'Italias, der es ordentlich in sich hat. Also da werden alle Top-Favoriten noch mal alles reinhauen, bevor es dann eben auf der nächsten Etappe quasi zur Tour d'Honneur kommt, wie es bei der Tour de France heißt. Ich weiß nicht, wie es beim Giro d'Italia heißt, aber die Etappe ist, glaube ich, relativ lang dafür, dass es die letzte Etappe einer Rundfahrt ist. Da wird ja häufig dann ein bisschen gespart, ein bisschen Sekt getrunken und eher gefeiert. Erst dann auf den letzten 50, 60 Kilometern wird wieder ordentlich Rennen gefahren. Und hier sehen wir von Torino nach Milano, das wird dann quasi das Ende der Rundfahrt sein. Und vielleicht können wir da endlich unser quasi Triple ja schon, naja, das Kalender-Triple. So wie Serena Williams dieses Jahr fast die US Open und damit den Grand Slam geholt hätte. So haben wir dann eben quasi alle drei Rundfahrten hintereinander gewonnen, aber nicht in einem Kalenderjahr. Das wäre natürlich super. Und hier sehen wir dann jetzt quasi schon unsere Mitfahrer. Da schauen wir uns mal an, wer denn genau die Konkurrenz ist. Da sehen wir für Placo Smith, die hier quasi an 1 gesetzt ist, Fabio Aru mit dabei. Der ist da Capitano für Kaas Monegas, ist Jan Ullrich dabei. Aru natürlich ein super Wert. Steph Grass ist auch am Start, der natürlich auch einen sehr, sehr guten Wert hat. So, Mark Cavendish für Sky dabei. Arredondo ist am Start. Log Oil hat Landa dabei. Natürlich auch nicht ganz verkehrt, aber Nibali ist nicht am Start. Nee, das ist schon mal gut. Maika haben sie noch dabei. Dann haben wir Rumpot, die mit Keldermann. Wilco Keldermann dabei sind. Also ist der Giro durchaus ganz gut besetzt, muss man ja sagen. So, wen haben wir denn noch ungefähr als Konkurrenten? Ja, sind jetzt einige Fahrer dabei, die nicht unbedingt so stark am Berg sind. Einige Teams haben da durchaus auch nochmal auf Sprinter gesetzt. Da haben wir Rosic dabei, ein sehr guter Zeitfahrer für Verandas Willems, ja, dieses etwas kleinere Team. Dann, wen haben wir denn noch alles am Start? Sütterlin ist dabei. Für BMC ist De Puy dabei, der ja sehr, sehr jung noch ist und sehr, sehr stark eigentlich auch sein kann. Also, Buhani ist für Orica GreenEdge dabei, der Sprinter. Die sind also schon darauf ausgerichtet. Also kann man schon sagen, dass, denke ich mal, Aru und eben Formolo unsere stärksten Konkurrenten sein werden. Leopold König ist noch dabei, der war jetzt auch nicht der ganz super Bergfahrer ist. Wie gesagt, De Plus ist einer, der uns durchaus gefährlich werden kann, da er auch ein ganz guter Zeitfahrer ist. Also, ich bin gespannt. Robert Hresing ist für Giant Alpecin am Start, aber auch nicht als Kapitän. Ich denke mal, er hat auch schon einige Punkte verloren. Joa, ich denke mal, da können wir mit leben. Ich denke mal, unser, wie gesagt, Hauptkonkurrent wird Fabio Aru sein und eben Formolo im eigenen Team. Ansonsten sind die Gegner relativ schwach. Und wir können, denke ich mal, einen guten Start hinlegen in den Giro d'Italia. Und das werden wir jetzt auch gleich machen, denn wir sehen uns jetzt gleich wieder zum Start des Giro d'Italias. Und wir fahren dann das Teamzeitfahren und versuchen direkt mal ins rosa Trikot zu fahren. Wir sehen uns. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon am Start des Giro d'Italias. Wir sehen hier Amador, der sich auf den Start bereit macht. Er fährt für das Team Lustucru, die ja früher mal Europcar waren, aber jetzt einen neuen Sponsor haben. Movistar ist quasi schon auf der Strecke. Wir schauen uns das mal an. Die Fahrer natürlich. Duarte ist dabei. Sanchez, Luis Leon Sanchez, Igor Anton. Inchausti ist dabei. Jakob Fuglsang fährt für Movistar. Viviani, De La Cruz, Sanz, Balaguer. Und dann sind wir auch schon hier beim französischen Team, die auch natürlich einmal Roger Kluge fährt hier mit. Der fährt, glaube ich, schon länger für das Team. Den haben wir öfter mal gesehen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir unseren Start nicht verpassen. Van der Leike, finde ich, ist ein sehr schöner Facebook-Name. Also ich glaube, der wird häufig mal geliked. Dann sehen wir hier das Team BMC. Wir suchen uns mal die Kapitäne immer raus. Dann haben wir die im Blick. Da sehen wir Laurent Deblu. Der hat gar keinen guten Zeitfahrwert. Dann habe ich das verwechselt. Typischer Bergfahrer. Tut mir leid. Habe ich, glaube ich, mit dem Robbie McDonald verwechselt, der ja wirklich sehr, sehr gute Allrounder-Werte hat oder zumindest Etappenfahrerwerte.
Also Laurent Le Plus auf jeden Fall einer, den wir am Berg beachten müssen mit einer 82. Durchaus einer fürs Podium, kommt auf die Tagesform an, auf die generelle Fitness, die er hier hat. Wilco Keldermann, einer, der ja schon häufig weiße Trikots ja, nicht gewonnen hat, weil wir sie eigentlich immer geholt haben, aber der zumindest uns da Konkurrenz gemacht hat, fährt hier für das kleine holländische Team Ruhmpott. Aber immerhin haben die eine Wildcard bekommen und sind dabei. Dann haben wir das relativ starke Lokoil-Team, die Buongiorno am Start haben. Mal schauen, wer noch dabei ist. Landa ist natürlich auch einer der Top-Favoriten, obwohl er nur einen Bergwert von 81 hat, in Anführungszeichen, und der Zeitfahrwert von 64 ist einfach zu schlecht. Maika ist auch noch als Helfer dabei, aber da wird er im Zeitfahren einfach so viel Zeit verlieren, dass das dann quasi schon wieder vorbei ist. Hier haben wir ein sehr, sehr kleines Team, Trecolli, Venezuela und so weiter, wer da auch immer Sponsor ist. Ruitas ist der Kapitän mit einem Bergwert von 73. Da sieht man schon, die werden wahrscheinlich über Ausreißergruppen versuchen, ihr Glück zu finden. Dann haben wir hier Orica Greenwich. Da Patrick Konrad ist dorthin gewechselt, letztes Jahr noch Teamkollege von uns. Warren Buggy ist dabei, der sich nicht so entwickelt hat, wie man es vielleicht tatsächlich erwarten sollte. Wir suchen natürlich mal wieder den Capitano raus. Da haben wir ihn mit der 51, Nasser Bohani. Die setzen also eher auf den Sprint. Haben wir natürlich mit Warren Buggy auch einen guten Bergfahrer dabei. Sam Bennett als Anfahrer. Also da wird es, denke ich mal, eher auf die flachen Ankünfte ankommen. Da haben wir Polans, den Kapitän von Cannondale. Also Team Garmin Cannondale. Das können wir, denke ich mal, relativ schnell überspringen. Genauso wie dieses Team eigentlich auch eher. Hier wird sich jetzt noch formiert. Da sehen wir die 171. Das ist Sütterlin, ein guter Zeitfahrer, ein sehr, sehr guter Zeitfahrer sogar, der ja so ein bisschen auf den Spuren von Toni Martin ist, aber auch einer, den wir eher mal vernachlässigen können. Gleich sehen wir beim Zeitfahren dann nochmal vorne. So, das hier ist das kleine Willemas Verandas Team, oder wie das auch immer heißt, Wurscht, auf jeden Fall, mal schauen, wer der Kapitän ist. So, da haben wir Rosic, der schwedische Zeitfahrmeister, der ist dort Kapitän. Und jetzt gehen wir auch schon an den Start. Da vorne geht unser altes Team an den Start. Sehen wir, können wir uns vielleicht später nochmal anschauen. Wir schauen mal unsere Tagesform an. Die ist plus 2. Wir haben am Start Peter Welitz, Noah Rideton, Jan Ulrich, Marcato, Ulissi, Rosa, Vorobjev, Vieja, ein Name, den ich nie aussprechen kann, und eben Formolo, den wir heute einfach mal rausfahren werden. Nee, das werden wir nicht machen. Aber wir schauen mal, wie wir den Wert einstellen können. Jan Ulrich macht nochmal das Kreuz. Sehr gläubig anscheinend. So, ich weiß es nicht, wie schnell wir fahren können. Ich stelle es jetzt mal auf 87 und so lang, wie es geht. So, Peter Willitz. Wir können uns mal die Werte noch anschauen. Peter Willitz, ja auch ein guter Zeitfahrer. Der hinter Ridington auch ein sehr guter. Dann wir sind natürlich ein fantastischer Zeitfahrer. Und wir hatten noch einen dabei, genau, Vorobjev. Also wir haben 4 sehr gute Zeitfahrer dabei. Einer fehlt also quasi. Wir müssten ja theoretisch 5 ins Ziel bringen, damit das richtig gut funktioniert. Ich hoffe mal, Rindon bleibt jetzt auch etwas länger vorne. Man sieht es an der Seite leider nicht. Jetzt wird Ulle natürlich ordentlich reintreten, aber er wird ja nicht bis ins Ziel fahren. Von daher können die anderen sich dann ein bisschen ausruhen. Bislang sieht es aber ganz ordentlich aus. Wie gesagt, wir brauchen noch einen 5. Mann. Und da Marcato wirklich eine Top-Tagesform hat, glaube ich, wird das ganz gut werden. Pulswerte sind ordentlich. Bei der ersten Zwischenzeit führt Team Lokoil vor Sky und Giant Alpecin. Da kommen wir jetzt in 3,5 Kilometern hin. Jetzt übernimmt auch Marcato. Jetzt können die anderen Fahrer sich mal ein bisschen ausruhen. Aber ich hoffe nicht zu viel, weil wir wollen ja hier durchaus vorne landen. Vorobjev übernimmt jetzt direkt. Die anderen drei Fahrer haben nur mal kurz übernommen. Wir schauen uns mal an. Wir sind auch auf Level. Wir können jetzt noch ein bisschen Windschatten fahren. Der belgische Kreisel funktioniert, naja, eher durchwachsen. Sieht ein bisschen chaotisch aus. Aber wir haben natürlich hier jetzt auch die 4 Fahrer oder 3 Fahrer, die sich vorne eingereiht haben. Die sind wirklich gut und wir sind momentan noch nicht ganz vorne mit dabei. Wir sind 4 Sekunden dahinter. Bedeutet, wir müssen jetzt nochmal Tempo machen. Wir drücken mal kurz auf Pause. Welitz, Rineton, Ulrich. Marcato ist noch auf Level. Vorobjev und Formolo. Formolo müssen wir natürlich auf jeden Fall mitbringen. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall die Führung nochmal übernehmen. Wäre natürlich super, wenn wir das Team ins Ziel führen könnten. Jetzt mal auf 89 hoch. Mal schauen, wann Noah Weidenden dann die Führung an uns wieder abgibt. Das müssen wir natürlich schauen. Aber hier geht es auch nochmal schön bergab. Das kommt, denke ich mal, unseren Jungs auch nochmal zugute. So, Formolo ist quasi der 5. Mann, den wir brauchen.
Peter Wehlitz. Jetzt geht der Puls natürlich ordentlich nach oben. Ich hoffe mal, das reicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen runtergehen. Ansonsten wird das schwer für die Kollegen, dran zu bleiben. Wir schauen. So, es sind noch 5. Da geht es nochmal leicht bergauf. Auf vom Molo. Dranbleiben. Nicht rausfallen. Nein, 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 nicht rausfallen. Ah, nein, 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 nein. Oh, und trotzdem haben wir die Bestzeit. 10 Sekunden Vorsprung, yes. Das war nicht perfekt getimed, aber trotzdem haben wir vom Molo quasi noch mit ins Ziel gezogen. Und damit haben wir schon mal einen ordentlichen Vorsprung. Also 10 Sekunden im Teamzeitfahren sind ordentlich. Gerade auf so einer kurzen Distanz, wo man nicht so wirklich viel Zeit gut machen kann normalerweise. Kommen jetzt die anderen noch ins Ziel? So, wir schauen natürlich. Bei der ersten Zwischenzeit Lock Oil weiterhin vorne, wenn die Zeit dort nicht unterboten wird. Also ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass wir noch unterboten werden. Wir schauen mal, Blacko Schmidt ist auf Platz 8, unser altes Team. Janesson, der da von AG Désert abgehängt wurde. So, jetzt heißt es eigentlich fast nur noch im Ziel warten, beziehungsweise das war's schon. Und damit sind wir im rosa Trikot direkt auf der ersten Etappe. Sichern wir uns das mit 11 Sekunden Vorsprung. Formolo wurde dann quasi mit uns gewertet. Möglicherweise wurde er mit uns gewertet. Er war ja der 5. Fahrer, der das Ganze quasi ausgelöst hat. Deswegen muss er ja quasi mit uns 4 vorne gewertet werden. Und dann sehen wir uns jetzt gleich schon im rosa Trikot. Besser hätte es ja nicht laufen können. So kann der Giro d'Italia doch beginnen. Da hinten steht auch Super Giro. Jawohl. Und ich finde, das Trikot steht uns. Ich hoffe, wir können es dann die Tage auch behalten. Wäre eine schöne Sache. Quasi ein Start-Ziel-Sieg, aber wir wollen jetzt nicht übertreiben. Das wird, denke ich mal, noch schwierig werden, gerade auf den hügeligen Etappen. Da sehen wir, als sogar Mercato, obwohl er 4 Sekunden verloren hat, noch vor dem nächsten. Also 10 Sekunden Vorsprung, ein Teamzeitfahren, finde ich schon mal einen optimalen Start. Eben stand er jetzt 11 Sekunden, genau. Okay, in der Gesamtwertung sind es 11 Sekunden. Keine Ahnung, wie das dann gewertet wird. Aber ist ja wurscht, damit haben wir quasi schon unseren ersten Etappensieg beim Giro d'Italia gefeiert. Da wir ja auch als Erster ins Ziel gefahren sind, übernehmen wir auch das Führungstrikot. Und damit haben wir die erste Folge des Giro d'Italia hinter uns gebracht. Wir machen das wieder etappenweise wie früher. Nicht, dass wir so viele Etappen in eine Folge nehmen. Dafür werden die Etappen dann ein bisschen ausführlicher. Wir werden auch ein bisschen vielleicht mal über die Gegebenheit des Landes, der Etappe sprechen, was ja auch ganz interessant sein kann. Und dann sehen wir uns morgen auf der zweiten Etappe von Albenga nach Genova wieder. Bis dann.